Hallo YouTuber, willkommen zum heutigen Hardware-Unboxing. Ihr seht es schon am Tisch. Man könnte sagen, heute ist Simi auf Reisen. Deshalb das Klacken, was ihr im Hintergrund hört, ist auch eine andere Uhr. Also die ist nicht unter meiner Beeinflussung. Deshalb ist das auch dauerhaft zu vernehmen. Ich werde hier nichts weiter verändern. Geht aber um das folgende Produkt. Wir packen ein Acelero L2 Plus aus. Das ist ein Grafikkartenkühler der unteren Preis- und Leistungskategorie. Was meine ich mit untere Preis- und Leistungskategorie? Wir bewegen uns unterhalb von 150 Watt Kühlleistung und preislich unter 20 Euro. Ja, warum gerade dieses explizite Modell? Wie komme ich darauf? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal ein Gespräch über die Notwendigkeit von Grafikkarten-Aftermarket-Kühlern, also im Endeffekt Nachrüstkühlern, wo wir dann eigentlich mehr oder weniger unterschiedliche Auffassungen waren. Und zu dem Punkt gekommen sind, dem ich auch wirklich zustimmen muss, Grafikkartenkühler werden von Haus aus immer besser. Das heißt, ihr habt wirklich eigentlich, wenn ihr eine neue Gaming-Grafikkarte kauft, die nicht aus dem OEM-Bereich oder so stammt, sondern wirklich mit einem gewissen Eigendesign der Firma versehen ist, dann habt ihr da wirklich gute Kühlleistungen, gute Kühlreserven und auch mittlerweile sehr intelligente, leise Systeme. Allerdings gibt es da immer noch am Markt eine Ausnahme. Die Ausnahme sind Fertig-PCs. In Fertig-PCs sind meistens Grafikkartenkühler verbaut, die entweder an der Leistungsgrenze betrieben werden oder ja, etwas sehr klein dimensioniert sind oder im schlimmsten Fall minderwertige Qualität haben. Äußert sich öfter daran, ihr habt ein kleines Axialgebläse irgendwie, das meistens dann einfach gnadenlos unterdimensioniert ist, oder ihr habt ein Radialgebläse. Das Radialgebläse dreht viel höher, ist viel lauter und die Beanspruchung der Lager ist natürlich bei einem Radiallüfter, der schneller drehen muss, um eine hohe Kühlleistung zu haben, wesentlich höher. Deshalb mal dieses Modell hier vorgestellt. Gucken wir uns erstmal einen äußeren Eindruck an. Ihr habt im Wesentlichen hinten nochmal alle Features zusammengefasst. Main Feature, ja, Superior Cooling und so weiter, soll uns mal nicht so sehr interessieren. Uns geht es eher um die Spezifikation. Max Cooling Capacity, 120 Watts. Das heißt nichts anderes, als dass wir maximal 120 Watt Wärme umsetzen können mit dem Kühler, und dann stößt der Kühler an seine Grenzen. Wer sich jetzt fragt, woher weiß ich bei meiner Grafikkarte, dass ich unter 120 Watt oder unter 250 Watt oder weiß der Geier wo bin? Das könnt ihr eigentlich ganz grob schätzen. Ihr guckt eure Grafikkarte an. Eure Grafikkarte kann maximal 75 Watt über den PCI Express Anschluss ziehen. Weitere 75 Watt kommen dazu, wenn ihr einen 6-Pin Anschluss habt, also einen 6-fach Stromanschluss. 150 Watt kommen hinzu, wenn ihr einen 8-fach Stromanschluss habt. Bedeutet, wenn ihr das simpel aufaddiert, dann könnt ihr da hinkommen und grob das schätzen. Natürlich verbraucht eure gesamte Grafikkarte das. Die Leistung, die 120 Watt hier, beziehen sich im Wesentlichen auf die Kühlleistung, was die GPU angeht. Bedeutet, das, was der RAM-Verbrauch oder ähnliches, das wird hier nicht mit berücksichtigt bei diesen 120 Watt. Aber grob gesagt, zählt die PIN-Anschlüsse und rechnet einfach Plus. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Als Maximum, was mir jetzt so einfällt, 750 Ti, das ist so das Maximum, was mit dem hier geht. Ansonsten, ihr habt immer so eine Kompatibilitätsliste hier auf der Seite. A, auf welche ihr die überhaupt verbauen könnt, diesen Kühler, und B, was er dann da auch umsetzen kann. Also hier taucht keine Grafikkarte auf, die irgendwie nicht fähig ist, von dem guten Stück hier gekühlt zu werden. Wer es ganz genau wissen will und wirklich hundertprozentig das Ganze machen will, der schaut einfach danach, was die TDP, also die Wärmeverlustleistung der GPU ist, die er verbaut hat. Findet man meistens auf den Herstellerseiten, aber generell die grobe Variante geht auch. Das komplette Material ist Aluminium, ja, hat den Vorteil, ist günstig. Wir haben einen 92 mm großen Lüfter, dreht mit 900 bis 2000 Umdrehungen, durch Pulsweitenmodulation gesteuert. Wir haben ein Flüssiglager, also im Endeffekt kein Ballbearing, ein Fluid Dynamic. Fluid Dynamic ist nichts anderes als, dass es im Endeffekt ein, ja,
ja, Öllager, Gleitlager ist, würde man im Deutschen sagen. Noise Level, wir haben 0,4 Zone, Coherent Voltage und wir haben halt einen Energieverbrauch von 0,12 Ampere und 12 Volt DC, eine Leistungsaufnahme von 144 Watt und unsere allgemeinen Abmessungen. Das Gewicht von dem guten Stück ist natürlich auch relativ gering mit 250 Gramm, also ihr braucht euch da nicht irgendwie groß Sorgen machen, dass die Grafikkarte gestützt werden muss oder ähnliches. Ihr habt hier auf der Seite dann außerdem noch so ein bisschen Beispiele, lower is better und so weiter, also Messwerte der Firma. Und ihr habt hier nochmal die Main Features in unterschiedlichen Sprachen zusammengefasst. Allgemein haben wir im ganzen Lieferumfang 16 Kühler, 4 Schrauben, 4 Abstandshalter, nochmal 4 andere Abstandshalter, also einmal 4 und einmal 4,5 mm, Unterlegscheiben 4 Stück, dann Isolationsklebeband 5x, 4-Pin Fan-Power-Adapter, also ein 4-Pin-Adapter für den Lüfter an sich und Thermal Adhesive. Thermal Adhesive, wir haben hier also einen Wärmekleber, also eine Wärmeleitpaste, Schrägstrich Wärmeleitkleber mit dabei. Früher, eine frühere Version von dem hier, da musste das Ganze noch von Hand gemischt werden, war ein ziemlicher Aufwand, weil man das dann gemischt hat, anziehen lassen musste und dann hat es nicht richtig gehalten. Wir werden sehen, wie das mit dieser Paste ist. Das Öffnen ist denkbar einfach. Ihr habt hier unten diese Schnallen, die macht ihr auf, dreht das Ganze um und hebt den Deckel ab. Der Deckel ist hier oben noch eingehakt, der Kante normalerweise, aber bei dem hier gerade nicht. Dann heben wir schon den Kühler raus und uns kommt alles entgegen. Hier ist unser kleiner Adapter. Natürlich IDE auf unseren Lüfter, einmal mit 12 Volt Betriebsspannung und einmal mit 7 Volt. Dann haben wir hier die Streifenisolationsklebeband, würde ich fast sagen. Eine kleine Betriebsanleitung. Für die ganze Installation, die uns erklären soll, wie das alles funktioniert und was wir dafür brauchen, finde ich ganz praktisch. Ihr habt hier wirklich mit dabei stehen, hey, ihr braucht das, das und das. Und ihr habt hier dann natürlich noch Squeeze out all the glue with pliers. Aha. Also im Endeffekt, ihr sollt den ganzen Kleber rausdrücken und so weiter. Aber ja, im Endeffekt ist es alles englisch gehalten, aber die ganzen Zeichnungen sind eigentlich sehr selbsterklärend. Schauen wir uns dann an, wenn wir das Ganze verbauen, was es damit genau auf sich hat. Kommen wir aber erstmal zum Kühler selbst. Jetzt ist erhöhte Vorsicht geboten, wenn ihr den Kühler nämlich hier raushebt. Der hat unten schon MX4 Wärmeleitpaste vorher aufgetragen. Ihr wollt ihn nicht rausheben und so abstellen. Das wäre äußerst kontraproduktiv. Wir haben jetzt hier unsere ganzen RAM-Kühler und unsere Tüte mit Schrauben, Unterlegscheiben und ähnlichem. Das hier sind die Kühler für die Spannungswandler. Ihr seht, die Unterseiten sind nicht ganz glatt poliert, aber da wir da die festkleben, ist das okay. Die sind auch so L-förmig, dass wir halt wirklich den Platz gut nutzen können. Bei denen hat sich nicht viel geändert. Und insgesamt haben wir halt hier, bis auf dieses eine schwergängige, was ich nicht will, 8 Stück davon. Warum nehme ich die schon mal raus? Wir werden natürlich das Einbauvideo hier gleich im Anschluss machen. Da will ich dann schon mal ein bisschen was vorbereiten. Was ich echt gut finde, der Kleber ist nochmal separat eingeschweißt. Also ihr habt den Kleber mit dabei, habt den so eingeschweißt, dass er auch keine Luft irgendwie ziehen kann, dass er wirklich nicht ausgasen kann, sag ich mal. Und jetzt haben wir hier noch die RAM-Kühler. Die rauszubekommen ist etwas schwierig, aber es geht. Die sind eigentlich ganz simpel aufgebaut und auch die Unterseiten sind etwas uneben. Also wer da irgendwie noch nachhelfen will,
Spiegel oder Stück Glas, Schleifpapier drauf, Leppflüssigkeit drauf oder Leppflüssigkeit drauf und dann Leppen. Und von der Sorte haben wir auch 8 Stück. Ja, das ist der komplette Lieferumfang. Beim Zusammenbau werden wir uns dann nochmal genau damit befassen, wie wir das verteilen, wie wir das alles machen. Aber soweit erstmal so gut. Also, falls ihr Fragen bis hierhin habt, ab damit unten in die Videokommentare und ansonsten viel Spaß beim Selberschrauben. Grüße, euer Simi und ich hoffe euch gleich wieder im Zusammenbauvideo zu sehen, beziehungsweise ihr seht das eine Woche später. Ciao!